Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu Abora TV, dem Kanal, wo wir uns den Geheimnissen der Archäologie und Vor- und Frühgeschichte widmen und auch einen Blick auf neueste Forschung werfen. Mein Name ist Frank Stoner, mit mir zusammen ist hier am Start Dr. Dominik Görlitz. Hallo. Und Thema der heutigen Ausgabe soll mal die Kongresse sein, die Abora zusammen mit NuFlix im Jahr 2022 organisiert hat. Dominik, wenn wir so zurückschauen auf das letzte Jahr, was ist das Fazit von zwei spannenden Kongressen? Eigentlich ein sehr gutes. Also insofern kann ich nur sagen, die Strategie geht auf. Wir haben erstmal hunderte Leute, die mehrere Tage lang nach Brans-Petra anreisen in die Fennerhall. Und natürlich auch ein begeisterndes Publikum, die diese vielen, sag ich mal, auch alternativen Ansätze mittragen. Und wir haben es geschafft, wirklich Top-Wissenschaftler im letzten Jahr nach Deutschland zu holen, aus Amerika, aus England, aber auch aus Deutschland logischerweise. Und insofern kann ich nur sagen, diese zwei Kongresse haben meine Erwartungen mehr als übererfüllt. Und tatsächlich ist das unsere Idee auch, Wissenschaft zu präsentieren, die aktuell stattfindet, die spannend ist. Und du sagst Top-Wissenschaftler, die sich auch mit interessanten Themen beschäftigen, die vieles von den Vorstellungen, die wir haben, in dem Fall gerade auch Seefahrt, präkolumbianische Seefahrt, völlig neu darstellen, ne? Ja, und ich sag mal, ich habe ja, wie gesagt, diese Vision von der Fortsetzung von Abora. Man muss es auch nochmal sagen, Abora 4 war einfach nur ein Interimsprojekt, ein Übungsprojekt, um aus den Fehlern oder Erfahrungen von Abora 3, wenn wir nochmal den Atlantik angehen, zu lernen. Und wir haben bei Abora 4 vieles neu gemacht. Und das ist eben, Innovationen müssen nicht immer nur positiv sein. Also das Verändern von Altgewohnten endet meistens mit einer negativen Erfahrung, bis sich eventuell irgendwann später die positive Erfahrung einstellt. Und deswegen kann ich nur sagen, der erste Kongress, wann war das, im Juni? Ich vergesse es schon, das ist für mich schon wieder so lang. Im Juni 2022, da hatten wir meinen großen Hero, nicht nur Thor Heyerdahl, sondern auch Dale Bell, der 1977, 78 für PBS die Tigris promotet hat. Dann ist ja gekommen Professor David Rohl aus London, den ich über den Khufu-Skandal, also Cheops-Skandal, über Robert Bawal kennenlernte. David ist Archäologieprofessor in London gewesen, hat das interdisziplinäre Ägypten-Institut 20 Jahre geführt. Und das ist das Tolle, wir werden gleich noch drauf einsteigen. Er ist unabhängig von mir zu denselben Schlussfolgerungen gekommen über die Geschichte der ägyptischen Zivilisation und über die Auswirkungen dieser Kolonisation, die vor fast 6000 Jahren stattfand. Auswirkungen, die bis nach Amerika eine Rolle spielten. Und deswegen haben wir Professor Hans Giffern mit seinem berühmten Chachapoya noch rangekarrt, der also diesen unglaublichen Film auch gezeigt hat, werden wir gleich sehen. Und das sind eben Dinge, wo ich sagen muss, da kann man eigentlich nur träumen davon, dass uns das als Partner Abora und NuVisu, / neuen NuFlix, ja, dass es uns gelingt, hier Wissenschaftsjournalismus mit Forschung zu machen. Nicht über Altbekanntes zu erzählen, sondern neue Themen zu bringen. Und das war ja auch für dich selbst eine fast schon historische Stunde, den Dale Bell da zu haben, der eben diesen erfolgreichen Film damals gemacht hat über Thor Heyerdahl. Und ich erinnere mich an diesen schönen Tag letztes Jahr, wo wir auf dem See gefahren sind und wir waren in so einem Begleitfloß zusammen, neben mir eben Dale Bell, und wir haben eben gesehen, wie du mit deinem, das ist ja nur ein Modell, aber eben gezeigt hast, dass du kreuzen kannst gegen den Wind. Und das ist ja das Entscheidende, das, was Thor Heyerdahl nicht konnte. Das war ein historischer Moment, diese Brücke zu bauen mit Dale Bell zu Thor Heyerdahl. Schau, wir haben aus Fehlern gelernt, wir sind noch einen Schritt weiter gekommen. Ab jetzt können wir auch kreuzen. Das heißt, wir können auch den Atlantik in der Route von Amerika in die alte Welt befahren. Das ist ja das Besondere da gewesen. Auch, ja. Ich habe das sicherlich schon tausendmal erzählt, aber es ist einfach für mich meine Kindheitsgeschichte, als ich 1979 im DDR-2-Fernsehen, also auch das, die DDR hatte das zweite deutsche Fernsehen schon erfunden, diese Reihe sah von Dale mit Shine on Your Crazy Diamond, diesen wundervollen Pink Floyd Solo mit dieser Gitarre und diesen Synthi Strings, da ist bei mir damals in der DDR eine Schraube weggeflogen. Und wo ich gesagt, das will ich mal machen, wenn du später wachst. Und jetzt treffe ich nicht nur Thor Heyerdahl, sondern den Produzenten, der mit Pink Floyd dieses Musikstück dort eingebaut hat. Das ist dann sowas wie göttliche Inspiration, wo ich sage, 200 Milligramm Lidocain und jetzt geht's raus. Und ich meine, es ist ja nicht nur allein, dass wir das gemacht haben und diese Leute gekommen sind, sondern wie die beiden Wissenschaftler, die mich nicht brauchen, einfach sagen, das ist für unsere Arbeit auch nochmal ein wertvoller Abschluss. Und da kann man nur sagen, Chapeau, mehr kann man sich eigentlich auch im Vorfeld dieses Kongresses nicht wünschen.
Was ist so der Schwerpunkt von dem Kollegen David Rohl, den du schon angesprochen hast? Ja, David ist also, ich sag mal, so ein sehr profunder Archäologe, der vom Gilgamesch-Epos bis zu den Shemsuhor im alten Ägypten sich bestens auskennt. Also der so zwischen den Welten auch das Dazwischen sucht, mesopotamische Urfrühgeschichte, ägyptische Urfrühgeschichte, amerikanische Urfrühgeschichte. Er hat das ja in seinem Vortrag sehr schön mit der Atlantis-Geschichte von Platon so auseinandergenommen, wie er als moderner Historiker das wertet. Und David stimmt mit mir überein, dass die alten Ägypter ihren Ursprung im alten Mesopotamien haben. Also auch die Sphinx, die Tempel neben der Sphinx. Insofern muss ich mich auch wirklich Dehl anschließen und nicht Professor Robert Schoch, der meint, dass der Sphinx 10.000 Jahre alt ist. Die Erosionsspuren sagen nur eines ganz klar. Vor den Errichtung der großen Pyramiden ist die größte freistehende Statue der Welt gebaut worden. Das können wir ziemlich sicher sagen. Insofern hat auch Robert Schoch und alle Vertreter, die der Meinung sind, dass der Sphinx älter ist als die Pyramiden, das ist hundertprozentig safe. Aber eben die Frage, wer hat Recht oder Unrecht, Schoch oder David Rohl? Die Architektur vor allem neben den Sphinxen ist es, was mich an David Rohl halten lässt, das wird die typische Nischenarchitektur. Im Taltempel. Im Taltempel. Heute sehen wir nur noch einen Tempel. Es standen zwei Zwillingstempel, die spiegelsymmetrisch sind. Und das ist ja eben, was dem Laien so schwer fällt. Wenn man sich eben nur mit Ägyptologie beschäftigt, sieht man sowas nicht. Und ich muss sagen, als ich das erste Mal auf dem Gizeh-Plateau gewandelt war, dachte ich, das sind Naturfelsen. Ich habe noch nicht mal erkannt, dass da ein Tempel dahinter ist. Ich bin erstmal dran vorbeigelaufen, so als klassischer Ägypten-Fan, hoch zu den Pyramiden, Pyramiden, Pyramiden. Nee, das Wirkliche ist daneben und davor. Und dieser Taltempel, der noch steht, der komplexe, südlichere Tempel, der nördliche Tempel, da stehen ja heute nur noch die Fundamentreste herum. Da sieht man das eben nur, wenn man sich ein bisschen in Archäologie auskennt. Und das macht es also für David Rohl, für mich ist da David Rohl der bessere Lehrmeister, dass wir hier eine Invasion haben. Die Archäologen sehen immer nur die südmesopotamischen Schlammziegelstädte wie Eridu, Uruk, Lagash. Die Mesopotamier konnten im Norden, Euphrat und Tigris, sehr wohl mit Großstein umgehen, Großsteinplastiken. Da waren die Ägypter nicht die Ersten. Das hat man vor den Ägyptern schon im oberen Stromtal des Zweistromlandes gebracht. Und die bringen diese Architektur voll entwickelt mit nach Ägypten. Und das macht eben die Forschung von David Rohl für mich so spannend, weil ich eben mithilfe meiner Seitenschwert-Segeltechnik, ja, einfach was ich ja mit Abora, wir haben hier hinten so ein Modell stehen, diese Architektur, auch Schiffsarchitektur, ist voll entwickelt aus Mesopotamien, noch im 4. Jahrtausend vor Christus, ins Niltal gekommen. Und dann hat sich das dort eigenständig entwickelt. Und das ist, was David Rohl schon bei unseren Kongressen in Lennestadt mehrfach exzellent zum Ausdruck gebracht hat. Ja, hochspannendes Thema und eben auch aktuelle Forschung, aktuelle Diskussionen. Ja, jetzt kommen neue Befunde, neues Material. Und das ist, was hier unsere Themen so spannend macht. Und Dominik, ich finde es so witzig, wie du erzählt hast, dass du das erste Mal am Gizeh-Plateau warst, direkt zum Pyramiden hoch. Genauso war es bei mir auch. Ich war zweimal dort, beim ersten Mal noch sehr jung und auch Pyramide. Und Sphinx hat man natürlich auch wahrgenommen. Beim zweiten Mal, wo ich dort war, habe ich, glaube ich, viel mehr Zeit unten an den Taltempel verbracht. Was auch irgendwie ein kraftvoller Ort ist, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja, und dann haben wir noch einen weiteren Forscher gehabt, der auch eine unglaublich interessante Arbeit vorstellt. Das ist Professor Gifhorn. Und da geht es um die Geschichte, wo sagen wir mal, das Zeitfenster von präkolumbianischer Seefahrt auch nochmal weit zurückgeschoben wird. Professor Gifhorn hat eine These aufgestellt, dass schon zu Römerzeiten es keltische Seefahrer gab, die nach Amerika gekommen sind, aber auch in Amerika, nicht irgendwo in Nordamerika, sondern an wirklich erstaunlicher Stelle aufgefunden wurden. Und Dominik, führ uns doch mal grob ein in dieses Bahnbrechen, diese bahnbrechenden Thesen von Professor Gifhorn. Also Gifhorn selber ist Kunstwissenschaftler, hat sich in seinem Hobby mit Kolibris beschäftigt, also Ornithologie, und hat wirklich atemberaubende filmische Exkursionen auf der Suche nach einer Kolibri-Art gemacht. Und irgendwo weit oberhalb des Amazonas ist er irgendwann deutschen Anthropologen über den Weg gelaufen, die ihm sagten, ja, so ein Kolibri haben wir gesehen. Und da fing dann Hans Gifhorn, das ist über 30 Jahre her, an, was machen Sie denn hier mitten im Regenwald?
Na, wir suchen so eine untergegangene Kultur. Da gibt es Legenden, die nennen sich Chachapoya, die im Nebelwald leben, also irgendwie so Bergmenschen, die also nicht nur alte Forts, also Burgen gebaut haben sollen, sondern sogar noch blond sein sollen, hellhäutig. Und da ist Gifhorn, der ja schon eine biologische Art hat, der Ornithologe ist, umgeswitcht von den Vögeln zu der altamerikanischen Kultur und hat dann diese Fortresses auch gefunden und hat sich dann eben im Laufe der letzten 30 Jahre so tief in diese Forschung eingegraben, dass er eben erstens diese Kultur mit seiner Filmtechnik als erster Deutscher mit dokumentiert hat. Aber wichtig ist, er hat eben dann richtig viel Energie in die Forschung der Ursprünge der Chachapoya gesetzt. Und das macht eben Wissenschaft auch spannend, dass man eben auch merkt, dass man manchmal sich irrt als Wissenschaftler. Also wie heißt es so schön, Wissenschaft ist der aktuellste Stand des Irrtums. Und das sollten wir uns immer wieder vor Augen führen. Was wir heute denken, ist durch eine Entdeckung übermorgen ad acta gesetzt. Und so war es bei Hans mehrfach auf seiner Suche nach dem Ursprung der Chachapoya. Anfangs dachte er, es waren die Karthager, die also als Phönizier sich von Sidon aus in Nordafrika niederließen, so etwa 400, 500, 600 vor Christus. Und dass der Untergang Karthagos durch die Römer, die zweite punische Schlacht, dann der Ausgang war, dass die Phönizier, also Karthager sind Phönizier, die aber eben den zweiten Schwerpunkt Nordafrika gebaut haben, sich dann in den Amazonas geflüchtet hätten, macht ja Sinn. Gerade wenn, was Hans sehr schön in seinen Büchern beschreibt, die Entdeckergeschichte durch die Römer, der Römer Diodor von Sizilien, er hat ja diese Entdeckerreisen beschrieben, die Länder jenseits des Okeanos, die nannten sich in der Antike die Antitochtines, also die Länder jenseits des Okeanos, Antitochtines. Man wusste, dass es im Westen solche großen Ländereien gibt. Man wusste, dass es im Süden, jenseits von Libya, also jenseits von Afrika, auch solche großen Länder gab, genannt Antarktis. Und dieser Diodor beschreibt in seiner Weltbeschreibung diese Ländereien jenseits des Atlantiks mit immer blühenden Bäumen, bunte Vögel, genau das Thema von natürlich Gifhorn. Und eben hinter den großen schiffbaren Flusssystemen kommen dann die Berge, die Himmel hoch zum Himmel reichen. Das sind die Anden. Und das, wie gesagt, trägt Gifhorn am Anfang zusammen und glaubt, das seien eben phönizische Entdeckerreisen und geht so in die Falle, dass die Karthager möglicherweise nach ihrer Zerstörung sich dorthin geflüchtet haben. Und es hat eben 30 Jahre gedauert und unendlich viele Umwege, Irrungen, Wirrungen, wie das immer so im Forscherleben ist, dass er dann merkt, nee, das waren gar nicht die Karthager. Das war eine Gruppe verschiedener Stämme, von den Balearen über die Galizier bis hin vielleicht noch Reste von den Basken, aber da ist er sich nicht sicher, das werfe ich jetzt mal ein, die dann eben durch die Übermacht, durch die Allmacht der Römer dann sagen, es macht keinen Sinn, hier weiter Widerstand zu leisten. Lasst uns mit unseren Erkenntnissen, die wir gesammelt haben im Westen, uns dort in diesen wunderschönen Weltgegenden, die noch relativ unbewohnt sind, einen neuen Anfang suchen. Wir werden darauf auch bei Abora 5 zurückkommen. Stichwort Siete Suidados, eine alte Legende der Portugiesen und Spanier. Und das ist eben Weltkulturerbe und Gifhorn hat es eben so schwer, sich da den deutschen Archäologen, den englischen, auch den peruanischen Archäologen gegenüber durchzusetzen. Mehr Mühlsteine kann man ihm nicht im Weg legen, wie der Mann eben auszuhalten hatte. Völlig richtig. Und umso wichtiger ist es, dass wir diese Arbeit hier machen können, euch das präsentieren können. Denn tatsächlich, diese Geschichte von Gifhorn, die Gifhorn präsentiert, dass also möglicherweise schon zur Römerzeit keltische Seefahrerstämme nicht nur nach Amerika segeln konnten, sondern wir reden, dass die bis zu den Anden gegangen sind, den Amazonas befahren haben. 4000 Kilometer. Das klingt ja alles so, als ob man das auch schon wusste, als ob diese Dinge schon bekannt waren. Und dann, deswegen ist diese Forschung so spannend, weil die öffnet dann ein Feld von präkolumbianischer Seefahrt. Da kommen völlig neue Dinge zustande. Und wem das unglaublich klingt, weil es ist wirklich mindblowing. Beim ersten Mal, wo ich davon gehört habe, ich habe gedacht, boah, krass, welche Gründe, da bin ich ja mal gespannt. Seid gespannt darauf, alle Vorträge von dem Kongress gibt es selbstverständlich auf NuFlix zu sehen. Dann könnt ihr euch in Tiefe das mal genau anschauen. Und wir haben dort auch längere Filmausschnitte von Hans gefunden, wo man seine genetischen, das ist ja alles neu. Vieles, ich telefoniere regelmäßig mit ihm. Vieles wusste ich aus den Telefonaten, aber leibhaftig gesehen, wo er dann heute steht,
30 Jahre nach dem Abzweig von den Kolibris. Die haben mittlerweile humangenetische Studien gemacht, die haben Blutuntersuchungen gemacht und können, was mein Doktorthema war, auch mit Hilfe von Single-Nukleotid-Polymorphismen ganz genau die Menschengruppen isolieren und ansprechen, dass das eben ja spätantike Galizier waren, die also im Bereich Nordspaniens, nördliche Spanien, Richtung Biscaya, aber Inland. Von dort sind die vor 2000 Jahren aufgebrochen. Und das ist ein bisschen meine Kritik auch an Hans, wo Licht ist, ist auch Schatten. Er ist da sehr schei, sehr vorsichtig. Er will das nicht überinterpretieren. Er sagt nur, es sind Galizier. Aber wo will ein Galizier von diesen wunderschönen grünen Orten her wissen? Die müssen mit karthagischen, punischen Seefahrern interagiert haben, die seit Jahrtausenden diese Seewege gesegelt sind. Wie kann das Wissen bei Diodor oder weiterer römischer Antiker, er ist kein Kartograf, aber Historiker, Plutarch, er ist mehr so ein Kunstmäzen, so ein Nietzsche der römischen Antike. Manchmal versteht man Plutarch nicht richtig, aber Plutarch beschreibt das identisch, aber geografisch noch präziser als Diodor. Und dann kommt das große Land und dahinter ist der eigentliche riesige Okeanos, der viel größer ist als der kleine Okeanos, den wir sehen. Er spricht dort über den Atlantik und den Pazifik. Das heißt, in der römischen Antike muss man noch eine gewisse Erinnerung, Kenntnis von der tatsächlichen Geografie und Gestalt der Erde gehabt haben. Anders ist das nicht erklärbar. Und wir hatten ja im letzten Jahr auch noch einen zweiten Kongress und im Mittelpunkt von dem zweiten Abora Nuflix Kongress steht eines der erstaunlichsten archäologischen Relikte, Artefakte, die es in Mitteleuropa in den letzten Jahrzehnten gab, nämlich die Himmelsscheibe von Nebra. Und Dominik, du beschäftigst dich ja vor allem noch mit prähistorischer Seefahrt. Wo ist da thematisch die Verbindung zu der Himmelsscheibe von Nebra? Wieso ist das auch Teil von deinen Forschungen geworden? Das versuche ich gerade mit meinem Laserpointer zu zeigen. Nämlich, wir haben in der Mitte Europas, in Deutschland, eine altägyptisch anmutende Papyrusbootdarstellung. Selbst unsere nicht so übereinstimmten Kritiker aus dem Landesamt für Archäologie, die viele Dinge anders interpretieren wie wir, sprechen das als eine ägyptische Übernahme, also als eine Übernahme von ägyptischen astrophysikalischen Mythen an, was wir also da eine Sonne und Mond dargestellt haben. Und das ist eben, wo ich sage, ich habe mich lange gewehrt gegen mit der Beschäftigung der Himmelsscheibe von Nebra. Wir haben es ja im Kongress auch sehr schön mit Dr. Kai Helge Wirth thematisiert, der sich also viel länger als ich schon mit den Bildinhalten der Himmelsscheibe auseinandersetzt. Aber eben, man sollte nie, nie sagen. Und irgendwann hat mich Helge dann doch gepackt mit seinen nachahmlichen, fast, wir haben vorhin den Künstler erwähnt, wie hieß er, der Habe Kerkeling? Habe Kerkeling, ja. Ja, mit seiner lustigen Art und so der verrückte Professor. Und irgendwann hat es mich dann gepackt und es ist eben wirklich erstaunlich, was dort alles auf dieser Scheibe kodiert ist. Es haben sich noch vor dem Kongress Leute gemeldet, ein Herr Neugebauer hat sich gemeldet bei mir und andere Leute, die also mit so unglaublichen Entdeckungen kommen, dass die 40, die 39 Löcher, ja, was sowohl das Landesamt für Archäologie Halle als auch Helge favorisiert, dass das einfache Löcher zum Befestigen der Himmelsscheibe wie so eine Art Banner, wie so ein Logo auf meinem Abora-T-Shirt seien. Möglich, ja. Aber wenn man dann sieht, was solche findigen Forscher alles beisteuern, dass also der Mann, den ich eben erwähnt habe, eben festgestellt, diese 39 Löcher umrunden diese Scheibe in einem bestimmten Durchmesser. Dass der Durchmesser der Scheibe exakt mal Pi auf 2 mm genau 1 Meter ergibt. Übrigens auch das große Observatorium in England, Stonehenge, hat den hundertfachen Durchmesser der Himmelsscheibe. Multipliziert man das mit Pi, kommt man exakt auf 100 Meter, hier kommt man auf 1 Meter. Also das heißt, metrische System. Der Umfang der Scheibe, wir sind hier keine Originalgröße, der Durchmesser der Scheibe mal Pi ergibt genau 1 Meter. Und das ist auch faszinierend. Da haben wir nicht in der Schule gelernt, Napoleon hätte den Meter eingeführt. Ja, und woher kommt er? Aus Ägypten kommt er zurück oder noch während der Ägypten-Expedition. Wir wissen natürlich, dass der 1 Meter sich so nach, aber es hat ja auch was mit dem Kreisumfang der Erde zu tun. Ja? Also das ist der 10-millionste Teil des Radiuses vom Äquator zum Nordpol. Ist ja mit der Kreiszahl Pi dann nicht ganz aus der hohlen Hand geholt, weil ja
die Erde ja mehr oder weniger eine Kugel ist. Und interessant ist eben nicht nur einfach so, dass es so nebenbei dahin geklatscht ist. Also wenn man den Durchmesser dieser Ringlöcher nimmt, dann sind wir noch genauer dran. Da sind wir auf 2 Millimeter genau durch an dem Urmeter dran. Und dividiert man das durch die Anzahl der Löcher, kommt man genau auf 2,54 Zentimeter. Und das ist der ägyptische Zoll. Auf einen Millimeter genau. Nicht irgendwie mal so näherungsweise und wir drehen uns das mal so rum und so rum. Und das, so sind da so viele Dinge kodiert. Ja, auch die Himmelsscheibe selber. Ja, also hier das Sieben-Stern-Symbol, wo man also fast schon, ich sag mal, ich kann nicht sagen, was es ist. Aber das hat mit den Plejaden nichts zu tun, weder morphologisch noch astronomisch. Die Plejaden sind ja fast so wie der kleine Wagen am Himmel, eine langgestreckte Sternkonstellation. Auch die Position auf der Himmelsscheibe, ja, wenn das also die Ekliptik von Sonne und Mond ist, den Äquator, den Himmelsäquator darstellt, ist diese Konstellation viel zu hoch am Himmel dargestellt. Also diese Plejaden müssten hier irgendwo dargestellt sein. Südlicher, viel südlicher. Und es sind so viele Dinge, die wir im Kongress dann auch darstellen, ja, dass da also, auch hier ist zum Beispiel der große Wagen dargestellt. Hier sieht, ich versuche das mal mit meiner Maus ein bisschen nachzuzeichnen. Hier ist diese Sternachse. Genau, also hier. Ja, und dann geht es hoch zu diesem Stern und dann hier rüber. Ich habe das mit dem leider verstorbenen Direktor des Stadtplanetariums in Chemnitz. Einen Tag lang habe ich das Ding gemietet. Wir haben einen Tag mit Computeranimation, Überblendungstechnik, mit dem Carl Zeiss Instrument, was wirklich hochpräzise ist, das auf einen Millimeter genau nachgemessen. Wir kommen auf eine Abweichung von wenigen Grad. Da kann man ja sagen, ja, in der Astronomie geht es um Zehntelgrad, ja, in der modernen Astronomie gerne. Aber man muss sich mal vorstellen, ohne Winkelmesser, ohne Millimeterpapier, aus einer sphärischen Projektion, das auf eine Bronzeplatte zu kodieren. Also das sind ein paar Grad, weiß Gott, keine echte Abweichung. Und jedem, dem man das zeigt, ja stimmt, ist der große Wagen. Und wir haben sie im Planetarium nachgemessen. Es ist keine Fantasy-Darstellung auf diesem, ich sag mal so, Blechteller von Nebra. Das ist natürlich ein hochwertiges Artefakt. Und dass wir dort eben das Papyrusboot haben mit der Sonne, die im Westen untergeht. Und da sind ja selbst die Archäologen im Landesamt für Archäologie. Und also wir schließen uns deren Meinung an, dass das eine Übernahme uralter Glaubenstradition aus dem Orient ist, dass die Sonne im Westen untergeht und durch die Himmelsbarke das Solarboot durch das Nod zurück zum Ausgangspunkt zum Osten zurücktransportiert wird. Und wer ist der große Wagen? Auf Ägyptisch heißt er Mesechtui, ist der Steuermann auf dem Solarboot, der mit Osiris zusammen die Sonne durch das Nut oder Maat, je nachdem, welche Quelle man nimmt, zurück zum Ausgangspunkt fährt. Das ist in der Mitte Deutschlands dargestellt. Heute ist es für mich kein Wunder, weil wir haben uns ja mit Abora 4 und dem leider auch verstorbenen Günter Eckert, mit Professor Mike Haustein, einem berühmten Archäometrie-Professor aus der ehemals Bergakademie Freiberg, der dort über die Himmelsscheibe habilitiert hat, ja sehr schön eingearbeitet in die Rohstoffe der Himmelsscheibe. Und die stammen eben nicht nur aus fremden Ländern, sondern hier aus dem heimischen böhmisch-sächsischen Erzgebirge Graupar. Hat man sehr klar identifizieren können, dass der Zinn mit größter Wahrscheinlichkeit von dort kommt und nicht von Cornwall, England. Und wir wissen es über Herodot, der sagt schon vor 2.500 Jahren, England, die Kassiteriten, also so war der Spitzname, der Name von England im Altertum war die Kassiteriten, heißt auf Deutsch Zinnstein, daher soll der Zinn gekommen sein. Und schon Herodot sagt um 500 vor Christus, ja, es wird gesagt, dass der Zinn aus England stammen soll. Aber meine Scouts konnten darüber nichts rausfinden. Ich selber konnte das Rätsel nie lösen, aber meine Berater, meine Scouts haben rausgekriegt, dass der Zinnstein, also Kassiterit, im Gefolge des Bernsteins kommt, aus einem Land, was wir nicht genau kennen. Wir nennen es Hyperborea. Es liegt jenseits nördlich der Alpen, der Dunkelwald, über den Boreas ist der Wald, über den Alpen. Da gibt es einen See, einen riesigen Süßwassersee. Dort kommt der Elektron her. Elektron ist der antike Name für Bernstein, weil man konnte ihn reiben, man konnte damit die Haare zu Berge stehen lassen. Daher kommt das moderne Wort Elektronen. Das haben die alten Griechen gesetzt, das Land, für dieses wundersame Material. Ein Stein, der sogar im Wasser schwimmt. Muss man sich vorstellen, Bernstein schwimmt im Wasser.
wenn es von den Krusten befreit ist. Und der Stein brennt sogar, weil man ihn anzündet. War damals unvorstellbar. Steine, die brennen. Und das ist alles, was uns der Herodot sagt. Und Herodot ist eben in vielen Dingen ein Wegweiser für uns, auch für uns mit dem Cheops-Projekt, weil Herodot der Einzige ist, der also stimmig über den Bau der großen Pyramide von Gizeh berichtet, dass eben keine Rampen benutzt worden sind, dass Maschinen benutzt worden sind. Und er sagt eben, warum ist die Pyramide so akkurat gebaut, gerade mit Granitsteinen? Weil sie schon Eisen benutzt haben. Und wir haben ja in unserem Cheops-Projekt 2013 nachgewiesen, dass an mehreren Stellen Eisenoxid zu finden ist. Und das macht eben die Himmelsscheibe mit Herodot und den ägyptisch anmutenden Befunden so spannend, weil wir damit zeigen können, dass das in der Bronzezeit der ganz normale Wahnsinn war, dass man mit unseren Handelsgütern aus Mitteleuropa bis ins ferne Niltal reiste. Und umgekehrt sind natürlich als Handelsprodukte Kobaltgläser, Fayencegläser bis nach Nordeuropa zurückgekommen. Man hat in Dänemark eine wunderschöne Fundort, der wird datiert auf 1600 vor Christus, also genau die Zeitepoche der Himmelsscheibe, Ende der Auniatitzer-Epoche hier in Mitteleuropa, wo man Dutzende Glasperlen, Fayence-Glasperlen gefunden hat. Man hat ägyptisch anmutende Darstellungen nicht nur in Deutschland, auch in Schweden. Und das zeigt eigentlich, dass die Welt schon immer miteinander verbunden war. Und ich habe das mal so schön im Interview gesagt, Kosmopolitismus, Internationalismus ist keine Erfindung der Neuzeit, sondern war in der Bronzezeit gang und gäbe. Ah, faszinierend, diese Ausführungen. Ich möchte es nur noch mal zusammenfassen. Ich meine, das zeigt also, Die Himmelsbarke, die Rohstoffe, Bernstein, Zinn, auch Mineralien aus dem Erzgebirge, Lapislazuli und was auch immer. Ja, das ist aus Pakistan, aber kommt schon da. Aber was wir auf jeden Fall sehen jetzt, ist ein völlig neues Bild der Vor- und Frühgeschichte. Ja. Dass es also ein großes Handelsnetz gab, einen intensiven Austausch. Und dass wir eigentlich über, das ist jetzt meine persönliche Interpretation, über viele Jahrhunderte eigentlich noch getäuscht waren von diesem römischen Narrativ, die gesagt haben, hey, hinter dem Hades, hinter dem Limes, da ist halt nur noch Wildnis, das sind nur noch Wilde. Dunkelwald. Und seitdem haben wir so diese Vorstellung, dass hier Mitteleuropa, Nordeuropa halt einfach nur Wildnis gewesen wäre. Aber das ist was wir jetzt eben hier sehen. Die ganze Region Mitteldeutschland, wo auch die Himmelsscheibe von Nebra gefunden wurde, die ist verbunden in ein großes Netz der prähistorischen Welt, das, wie du sagst, bis nach Ägypten führt und vieles von deiner von Arbeit auch zeigt, weiter. Auch noch in andere Kontinente eben verbindet. Ich habe mich mit dem Bernstein nur peripher beschäftigt. Ich hatte da in München eine Archäologin kennengelernt, die ihre Doktorarbeit über Bernstein geschrieben hat, und die hat mir dann mitgeteilt, die Ägypter wiederum haben den Bernstein bis ins ferne Indien weiterverhandelt, und das schon vor 5000 Jahren. Und das muss man sich erstmal vorstellen. Also wie vernetzt diese frühgeschichtlichen Kulturen, und in der Bronzezeit war das der ganz normale Wahnsinn. Einen möchte ich noch zeigen, weil ich was vorbereitet habe. Das ist unser lieber Oktavian Bartoloszewski, dass wir den nicht ganz vergessen im Galopp durch die letzten Monate. Denn Oktavian ist ein Schatzsucher, beschäftigt sich mit Sondengängerei und erkennt eben die Finder der Himmelsscheibe persönlich. Er ist auch Herausgeber von dem Magazin Relikte der Geschichte. Ein Magazin, was sich mit Archäologie, Sondengängern auch beschäftigt. Wen das interessiert, sollte da unbedingt mal reinschauen. Also auch den Film, den er gemacht hat. Wir haben ihn ja auch schon in unserem Abora TV ausführlichst hier in Leipzig interviewt. Und da gibt es natürlich eben auch viele andere Himmelsscheibenfunde. Die Himmelsscheibe von Nebra ist bei Gott nicht der einzige Sensationsfund in der Mitte Europas. Da gibt es goldene Scheiben, auch andere Bronzescheiben, steinerne Scheiben. Das ist alles so ein bisschen hinter im Windschatten der Himmelsscheibe. Aber was für mich Bartoloszewski, also Oktavian, besonders macht, ist eben sein enger Kontakt zu den Herrn Renner, der also mit Henry Westphal die Scheibe angeblich eben nicht in Sachsen-Anhalt, sondern nahe des Kyffhäusers in Thüringen gefunden hat. Sie wurde auch in der Presse am Anfang als die Scheibe von Thüringen bezeichnet, bis dann der liebe Herr Meller das mehr und mehr umgedeutet hat. Dass das nach dem ersten Käufer, ich habe den Namen von dem Käufer vergessen, das kann man aber im Vortrag sich alles anhören, das stellt der Oktavian sehr schön dar, wie eben sich dann die Fundsituation umgedeutet hat. Und ich bin selber mit Professor Gebhardt der Universität Frankfurt am Main, und es fällt mir wieder der zweite Name nicht, einen weiteren Professor eng in Kontakt, die wirklich sehr kritisch der Arbeit von Professor Meller gegenüberstehen als Vollprofessoren im deutschen Wissenschaftsbetrieb. Also das ist nicht wieder der Verschwörungstheoretiker
Pyramidenzerstörer Görlitz, der da im Hoax aufgesessen ist. Nein, das sind voll aktive Archäologieprofessoren, die eben eine gewichtige Stimme erheben. Und was wird gemacht? Die werden sofort als Spinner abgestempelt. Da werden ihre eigenen Funde in Frage gestellt, wo ich sagen muss, wir leben doch nicht mehr zu Zeiten der Inquisition. Anstatt sich gemeinsam an die Hand zu nehmen und gemeinsam nochmal exakter zu verifizieren, ist das richtig? Es ist doch nicht schlimm, sich zu irren. Irrtum ist eine wichtige Triebkraft im Wissenschaftsbetrieb. Nur aus Fehlern kann ich lernen. Und da hat Octavian in seinem Vortrag wirklich hervorragende Arbeit geleistet, um uns eben mit den Aussagen von Mario Renner bekannt zu machen, der trotz zwei Gerichtsverhandlungen, Strafverfahren, mehreren 10.000 Euro Strafe nicht zusammengefallen ist und wirklich standhaft geblieben ist und gesagt hat, nein, wir haben diese Scheibe nicht am Mittelberg in Sachsen-Anhalt, sondern nahe des Kyffhäusers in Thüringen gefunden. Bitte schön, das ist doch mal eine Aussage, aber das wird kriminalisiert, das wird zur Seite geschoben. Ach, das ist ein Spinner, ein Hartz-IV-Penner, der war niemals Hartz-IV-Empfänger, aber so wird er eben abgestempelt und Octavian versucht seit über 10 Jahren dort Licht ins Dunkel zu bringen. Das ist in jedem Fall eine sehr spannende, manchmal auch traurige Geschichte rund um das bedeutendste Artefakt der Archäologie, diese Himmelsscheibe von Nebra, wo es eben auch dann fraglich ist, Datierungen, die hängen wiederum mit dem Funden zusammen, mit dem Befund zusammen. Schwieriges Thema, auch da kann ich euch nur empfehlen, den Vortrag mal in voller Länge anzuschauen, um dort alle Details zu haben. Hier ein Wort vielleicht noch, obwohl die Zeit knapp ist, aber sollte nicht unerwähnt bleiben, auch interessanter Mann, Dr. Kai-Helge Wirth, der sich seine Meriten eigentlich verdient hat, indem er aufgezeigt hat, dass die Sternbilder, Jungfrau, Drachen, was wir halt alles so im Himmel zu sehen meinen, ein Spiegel sind von Seerouten, Seekarten. Und der Mann ist Kunsthistoriker und der hat gemeinsam mit seinem Vater, der auch schon sich mit antiken Felsmalereien, nicht antiken, sondern Höhlenfelsmalereien aus der Steinzeit, ne? Voreiszeitlich beschäftigt hat. Und die beiden sind Kunsthistoriker. Und weil letztens auch die Himmelsscheibe von Nebra erstmal eine grafische Darstellung ist, kommt von Leuten wie dem Wirth ein völlig neuer Blick, wie wir diese Grafik deuten. Und er hat zusammen schon mit seinem Vater auch eine wissenschaftliche Methodik entwickelt, die einen neue Details erkennen lässt. Und von ihm kommen eben auch wichtige Beiträge, wie man manche von den Elementen auf der Himmelsscheibe interpretiert. Du hattest schon die vermeintlichen Plejaden angesprochen. Dr. Kai-Helge Wirth hat dort eine völlig andere Interpretation. Er setzt Achsen, an denen man spiegeln kann. Und auch dort kann ich euch nur empfehlen, schaut euch den Vortrag an auf NuFlix, denn dort geht er ins Detail. Und es sind so unglaublich viele neue Erkenntnisse, die doch kommen. Und die einfach diese ganze Debatte um diese geheimnisvolle Himmelsscheibe halt bereichern. Ne? Und natürlich auch mit Helge zusammen und Günter Eckert, diesem uralt Bergbauforscher aus dem Erzgebirge, haben wir eine neue Ausstellung in der Fernerhall eröffnet, wo wir nicht nur die Himmelsscheibe darstellen und vor allem, was viel wichtiger ist, auch den Kontext der Himmelsscheibe. Auniatitzer Kultur, welcher Deutsche kennt schon die älteste bronzezeitliche Kultur nördlich der Alpen? Wir waren hier schon, ich will nicht sagen Deutschtum, um Himmelsgottes Willen, weil die Auniatitzer sind schachbrettartig von Polen über Deutschland, Tschechien bis in die Slowakei verbreitet. Eine Kultur, die also wirklich Globetrotter war, die mit der minoischen Zivilisation gearbeitet hat, mit mykenischen Funden aufwartet. Also das ist ein neu entdecktes Universum, aber gehört eben mit in den Kontext. Und was ich natürlich sagen muss, und das ist wirklich ein ganz großes Lob, eben auch zu NuVisu, NuFlix, mir fällt es immer noch schwer, die neue Nomenklatur zu spielen. Es haben sich so viele Leute bei mir gemeldet und eben Wissenschaftler, Archäologen, Sponsoren, die jetzt helfen, die nächsten Schritte mit uns zu gehen. Da kann ich nur sagen, danke Anke, danke schön für diese wunderschöne Zusammenarbeit. Und das ist ja was, worum es geht, Wissenschaftsjournalismus zu betreiben. Keine vorgefassten Meinungen, erkenntnisoffen. Und dieses Konzept ist 2022 hat voll eingeschlagen und hat mir, wie gesagt, wirklich endlich mal den Rückenwind in die Segel geblasen, wo es heißt eben, die nächsten Schritte zu gehen. Und das heißt natürlich wieder, Abora 5 kommt. Wunderbar. Eine Frage habe ich noch, Dominik, weil du die Ausstellung schon erwähnt hast.
die Himmelsscheibenausstellung in der Pfennerhalle in Braunsbetra. Bis wann ist die noch zu sehen? Nee, das ist jetzt erstmal permanente Dauerausstellung. Genau wie eben Günter Eckert und unser Team die Elefantenausstellung in einem wirklich Pleistozän Diorama präsentiert hat mit anderen Exponaten und wie wir eben in der Fennerhall Abora 1 bis 3 und eben die neue Abora 4 Ausstellung letztes Jahr schon eröffnet haben. Und da kann ich nur sagen, das ist eben ein Science Center, wo die Antwort nicht vorgegeben wird. Die Antwort muss sich der Besucher selber bilden, indem man eben beide oder mehrere Theorien gegenüberstellt. Ich sage ja auch nicht, dass sich Harald Meller und sein Team in allen Punkten irrt, aber bestimmte Dinge kann man und muss man auch anders interpretieren. Und das ist halt, was der Besucher sich live anschauen kann im dem Studium der Artefakte. Wir haben also auch die, ich weiß nicht, ob ich das Bild mit dabei habe, wir haben die, hier ist das Publikum, hier sind wir. Nee, wir haben aber die Artefakte nachgebildet, auch in großen Vitrinen, wo man sich die Himmelsscheibe und andere Scheiben, die in Europa gefunden wurden. Und das gibt eben dem Besucher die Möglichkeit, sich seine eigene Meinung zu bilden, sich zu emanzipieren. Nicht allem zu folgen, was in irgendwelchen Standardpublikationen immer wieder gebetsmühlenartig gezeigt wird, sondern auch mal selber einen Blick auf die Sache zu nehmen. Darum geht es eigentlich. Ja, liebe Zuschauer, sollte euch also euer Weg mal nach Mitteldeutschland führen, besucht nicht nur in Halle die Himmelsscheibe von Nebra, schaut auch mal in Braunsbetra vorbei, in der Pfennerhall, besucht die Ausstellung. Ist überhaupt eine sehr spannende Gegend. Vielleicht möglicherweise sehen wir uns auch auf einem der geplanten Kongresse wieder. Und an dieser Stelle danke ich euch für eure Aufmerksamkeit, für eure Unterstützung. Bleibt uns weiterhin gewogen hier auf Abora TV. Das war noch lange nicht alles. Dankeschön. Danke dir.